So, nochmal ein Video speziell zu der G-Sync Near Black Gamma Shift Geschichte. Und zwar habe ich das jetzt mal durchgemessen. Wir haben jetzt hier mit V-Sync einmal gemessen und haben den kalibrierten Fernseher und die Linie, die sieht ganz gut aus. Dann haben wir G-Sync eingeschaltet. Und die Linie, die sieht eigentlich immer noch ganz gut aus. G-Sync mit 120 Hertz. Gehen wir auf G-Sync 100 Hertz, sieht es eigentlich auch noch relativ gut aus. Im unteren Bereich wird das schon ein Ticken heller. Gehen wir jetzt aber auf G-Sync 60 Hertz, dann sehen wir, dass der in dem unteren Bereich ab ca. 25 hochschießt. Gucken wir uns jetzt mal den Wert 10 IRE an. Das ist mit G-Sync 60 Hertz. Das ist G-Sync 100 Hertz. Dann ist er noch ein bisschen drunter. G-Sync 120 Hertz. Das ist V-Sync 120 Hertz. Nehmen wir noch G-Sync 100 Hertz. Da ist er ganz gut. Da liegt er auf Linie. Aber mit 60 geht er höher. So, was kann man jetzt machen? Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, wir messen jetzt mal die 10. Und gehen in das Bildmenü von dem Spiel rein. Ihr habt da jetzt in der Regel eigentlich Spiel. Das habe ich jetzt aber schon gerade kalibriert, das will ich jetzt nicht nochmal verhunzen. Und geht auf Helligkeit. Macht einen Klick runter. Noch einen Klick runter. Und tappt dann den Gamma-Shift bei 60 Hertz behoben. Spielt jetzt aber ein Spiel, was bis 120 Hertz hochgehen sollte. Dann kann es sein, dass es im unteren Bereich, zum Beispiel bei 5 IRE, gucken wir uns mal die 5 an, ja, sieht auch noch gut aus. Gehen wir mal im mittleren Bereich rein. Da sind wir, ja, ob das jetzt hier gerade richtig ist, das bezweifle ich gerade mal. Wir müssen wahrscheinlich eine ganz neue Messung einmal durchführen. Wir machen jetzt mal eine ganz neue Messreihe mit der Helligkeit 2 runtergeschraubt. Das sieht schon mal im unteren Bereich ganz gut aus. Ja, also ich würde sagen, wenn man jetzt ein Spiel in 4K auf 60 Hertz spielt, sollte man die Helligkeit 2 Stufen runtersetzen. Spielt man ein Spiel mit 100 Hertz oder 120 Hertz, bei 120 Hertz würde ich die Helligkeit wieder auf Normal setzen. Bei 100 Hertz sollte sie auch auf Normal sein. Vielleicht kann man auch ein runtergehen auf minus 1. Ja, das wäre jetzt eine Möglichkeit, den Gamma-Bug zu beheben. Eine andere Möglichkeit wäre noch, wenn wir jetzt die Helligkeit mal wieder auf Normal setzen. Dann messen wir jetzt noch einmal durch, sonst passt die Kurve nicht. So, hopp, hopp. Wir sind jetzt natürlich wieder unten, wie man hier sieht, in dem Bereich zu hell. Sind über der gelben Linie, hier auch nochmal zu sehen.
Bei 20 her, 20 IRE, bei 25 IRE fängt so in etwa an, wenn man es genau nimmt, bei 30. Ich würde jetzt mal bei 25 anfangen. So, alles vorausgesetzt, ihr spielt ein Spiel um die 60 Hertz. Wenn man jetzt auf 4K spielt, die aktuellen Titel mit voller Grafik-Settings, dann ist man in der Regel bei 60 Hertz. Und dementsprechend kann man das dann hier anpassen. Wir fangen mal bei den 25 IRE an. Sind hier ein Ticken zu hoch, machen eine Messung. Gehen ins Bildprofil. Experteneinstellung, Weißabgleich, 22. IRE und fangen mit 25 IRE an. Gehen auf die Leuchtdichte, ein Klick runter, noch ein Klick runter. Der ist okay. Jetzt gehen wir auf 20 IRE. Wieder auf die Leuchtdichte, 1, 2 runter. Das sieht schon gut aus. Ja, man kann auch 3 runter. Gehen wir auf die 15 IRE. 1, 2, 3. Hier kann man schon auf 4 gehen. Ja. Jetzt gehen wir auf 10 IRE. Gehen jetzt auch mal auf 4. Können hier schon auf 5 gehen. Das hat den Vorteil, wenn man diese Methode wählt, statt der Helligkeit, dass einem der Schwarzwert nicht verschoben wird. Wenn man die Helligkeit runterzieht, dann kann es sein, dass im dunklen Bereich bei 1 bis 2 IRE, dass da schwarz absäuft, dass man keine Schatten mehr sieht. Quasi schwarze Adler auf schwarzem Hintergrund. So, da die Fernseher auch die Stufe 7,5 haben, müssen wir hier einmal die Skala umstellen. Und messen dann jetzt hier die 7,3 in dem Fall. Gehen auf Dauermessung. Wählen uns da unten die 7,5 aus. Die Leuchtdichte vermute ich mal, dass die jetzt auch auf mindestens 5 geht. Sogar noch höher. 8. 10. 12. Gut, den ziehen wir 12 runter. Dann gehen wir auf 5 IRE. Und gehen jetzt auch mal auf Verdacht 10 runter. Können sogar 12 runter. Gehen wir mal ein mehr, falls die Herzzahl mal höher geht. Okay, dann messen wir noch 2,5, in dem Fall hier 2,3. Gucken uns hier die Helligkeit an. Da gehen wir mal 1, 2 runter. Vier,
4 sieht gut aus. Okay. Die Methode hat den Vorteil, dass die Farben, die jetzt alle unterhalb, also die Helligkeiten von 2 bis 0, erhalten bleiben. Würdet ihr die Helligkeit runterziehen, würdet ihr auch diese runterziehen, dann kann das sein, dass ihr zum Beispiel die Farbe, die Helligkeit Stufe 1, 1,4 oder 0,3 gar nicht mehr seht, die säuft ab. Ja, nochmal die Zahl zum Mitschreiben, obwohl die waren jetzt eigentlich im Video zu sehen. Wir haben geändert von 20 IRE oder haben wir schon bei 25 angefangen? Bei 25 haben wir angefangen. Ja. Bei 25 haben wir minus 2. Bei 20 haben wir minus 3. Bei 15 haben wir minus 4. Bei, wo waren wir jetzt? Bei 10 haben wir minus 5. Bei 7,5 haben wir minus 12. Bei 5 haben wir minus 11. Und bei 2,5 haben wir minus 4. Ja, da ist jetzt natürlich, da muss man sich jetzt entscheiden, spielt man viel auf 60 Hertz, spielt man viel auf 120 Hertz, man kann auch so einen Mittelweg finden, man kann es auch einfach mal ausprobieren und sieht ja dann, ob schwarz absäuft oder nicht oder ob schwarz-grau ist oder nicht. Man kann auch im Spiel selbst mit der Helligkeit noch ein bisschen rumspielen, wenn das Spiel so eine Option anbietet. Ja, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Firmware-Fix werden wir wohl nicht bekommen für den LG OLED-Fernseher. Von daher müssen wir dann mit dieser Methode so leben. Aber ich finde, die ganzen anderen Vorteile, die der Fernseher bietet, da kann ich mit dem kleinen Gamma-Shift leben. Und wie man sieht, bekommt man den ja auch rauskalibriert. Alles klar. Bis zum nächsten Video. Mal schauen, was dann für ein Problem noch auftritt. Vielleicht habt ihr auch noch Ideen, wozu ich ein Video machen könnte, was ihr euch immer vor zu dem Fernseher gefragt habt. Immer raus damit und ja, viel Spaß. Ciao.